SABO ist ein antibiotisch imprägnierter Katheter und nach der Implantation gibt er an das umliegende Gewebe Antibiotika ab, die lokal effektiv gegen die Infektionen wirken können. Aber es sehr unwahrscheinlich ist, dass Allergien oder Resistenzen gegen die Antibiotika entstehen. SABO ist eine wichtige Entwicklung, wie andere auch, die sich ableitet aus der Rolle, die wir einnehmen als Partner des Patienten. So kann man das vielleicht sagen. Also jeder hier im Unternehmen weiß, es geht um deine Tochter, deinen Vater, deine Mutter, um dich. Und wenn du was machst, egal mit der Stelle, hab das im Kopf. So ernst nehmen wir das. Und natürlich auch in der Entwicklung. SABO ist in unserem Produktportfolio so besonders, weil es ein Kombinationsprodukt ist. Das heißt, es ist ein Zusammenschluss aus Medizinprodukt und Arzneimittel. Für SABO bedeutet das der Katheter als Medizinprodukt in Verbindung mit den antimikrobiellen Wirkstoffen. Eine britische Studie hat vor kurzem gezeigt, dass antibiotisch imprägnierte Katheter signifikant das Infektionsrisiko senken können. Und das ist besonders wichtig, gerade in den ersten Monat nach der Implantation, weil da das umliegende Gewebe um den Katheter geschädigt ist und für Infektionen besonders anfällig ist. SABO ist ein weiteres Beispiel dafür, dass wir beim Patienten anfangen. Das ist schon ein grundlegender Wert im Unternehmen und deswegen haben wir so ein Projekt gemacht, den wissenschaftlichen Kenntnissen folgend Patientenperspektiven zu verbessern und Risiken zu adressieren.